Hallo und herzlich willkommen hier auf Livelda.de. Ich möchte euch in diesem Video die Aufgaben zum Lösen eines linearen Gleichungssystems, also von LGS, vorrechnen. So, fangen wir direkt mit der ersten Aufgabe an. Das waren diese drei Gleichungen hier. Ihr wisst ja, wir müssen gleich versuchen, eine Variable zu eliminieren. Ihr habt es hoffentlich gesehen, da steht x1 und beides Mal steht hier minus x1. Das heißt, wir können einfach 1 plus 2 und 1 plus 3 für die neuen Gleichungen ansetzen. Das heißt, ich nehme einmal die erste und einmal die zweite. Ganz simpel, x2 minus 2x2 gibt minus x2. x3 plus x3 gibt 2x3. 6 minus 2, 4. Der zweite, unsere Reihe Beta, wird also 1 plus 3. Das heißt, die x1 fallen auch wieder weg. Wir haben hier 2x2 plus 3x3 gleich 13. Das war also einmal die erste und einmal die dritte. So, ihr seht jetzt hoffentlich, dass diese beiden Gleichungen dieses Mal nicht so einfach zu addieren sind. Wir haben hier minus x2 und hier unten plus 2x2. Das heißt, wir müssen ein bisschen damit rumspielen. Wenn ich diese Gleichung hier zweimal nehme, zweimal minus x2 gibt minus 2x2, dann muss ich diese hier also einmal nehmen. Das heißt, die x2-Koordinate fällt weg. Zweimal 2 gibt 4x3 plus 3x3 gibt 7x3. 2 mal die 2x3 plus einmal die 3x3. 2 mal die 4 plus einmal die 13 gibt 21. Also 7x3 sind 21. Wir teilen durch 7. x3 ist also 3. Nun nehmen wir einfach das wieder und setzen es ein in Alpha. Also minus x2 plus 2 mal 3 ist gleich 4. Lösen nach x2 auf. Also plus x2 und minus 4. Dann haben wir hier 2 ist gleich 2. 6 minus 4. Und zu guter Letzt setzen wir noch in die erste ein, um alles rauszukriegen. Also in erstes einsetzen. x1 plus 2 plus 3 gleich 6 minus 5. x1 ist 1. Das heißt, unsere Lösungsmenge wäre L ist gleich 1, 2, 3. Wenn man es also als Ebene interpretieren würde, würden sich diese drei Ebenen hier genau in dem Punkt S 1, 2, 3 schneiden. So, kommen wir zum zweiten Beispiel. Wieder sehen wir, ist der rechte Schritt recht einfach. Wiederum die erste plus die zweite. Also einmal die erste, einmal die zweite, ergibt diese Zeile. Die vorderen fallen wieder weg. 2x2 plus 4x3 gleich 1. Und die nächste Zeile machen wir auch wieder. Einmal die erste und einmal die dritte. Fallen die x1 wieder weg. Wir kriegen hier 3. x2 plus 6x3 gleich 0. Minus 2 plus 2 gibt 0. So, hier wird es jetzt noch ein bisschen komplizierter als da drüben. Wir haben 2x2 und 3x3. Naja, wir können ja einfach die eine 3 mal nehmen. 3 mal 2 mal x2 gibt 6x2. Und hier unten nehmen wir einfach minus 2 mal. Dann kommen wir auf minus 6x2. Also fallen hier
6 mal x2 minus 6 mal x2 gibt genau 0. 4 mal x3 mal 3 gibt 12x3. Und 6 mal minus 2 gibt minus 12x3. Das heißt, auch das fällt weg. Wir haben also hier die 0 stehen. Hier drüben 3 mal 1 gibt 3 minus 0. Hier steht also 0 ist 3. Das ist natürlich ein Widerspruch. In so einem Fall heißt es für uns, wenn wir auf so einen Widerspruch stoßen, es gibt keine Lösung. Das heißt, die Lösungsmenge wäre die leere Menge. Ihr müsst bei solchen Dingen aufpassen, hätte auch passieren können, dass hier steht 0 gleich 0, wäre natürlich kein Widerspruch. In dem Fall wären das nicht drei Ebenen, sondern eigentlich wären es nur zwei gewesen. Das heißt, ihr müsst schauen, welche rausfällt und schneidet dann einfach nur noch zwei Ebenen und kriegt eine Schnittgerade.